Ach, Scheiße. Und dann sind wir auch schon wieder zurück. Einen wunderschönen guten Morgen vom Nürburgring. Wir haben es 5 Uhr. Heute für Wildstein. Heute geht's ans Eingemachte. Wie ihr seht, mit dem M3. Eigentlich ist es gar nicht meine Fahrthöhe, aber wir haben ihn gestern tatsächlich noch roundabout 3 cm an der Vorderachse und Hinterachse hochgeschraubt, weil wir jetzt nicht unbedingt testen wollten, ob die Frontlippe abreißt oder nicht. Könnte passieren, zumindest im Karussell. Jetzt geht's wieder rein. Lippe ab oder dran? Trotzdem noch ein gutes Stück tiefer, aber mittlerweile ist es jetzt so, ich kann hier drunter Samba tanzen. War vorher nicht der Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht so der Rennfahrer. Ich mag es dann doch lieber quer. Sowas brauchen wir auch für die Firma. Ha? Ja, dann macht den erst dreimal schnell wieder fällig. Ja, wird Zeit, ey. Hallo. Morgen. Ist Dan, richtig? Ja, richtig. Hi. Marc Basseng, hallo. Hallo. Hallo zusammen. Kannst dich hier neben den blauen Boxer stellen. Du bist bei mir in der Gruppe 3. Alles okay? Klar. Okay. Alles klar. Danke. Ihr müsst ja nicht alles aus mir raussuchen. Nee. Tatsächlich kenne ich auch gar nicht so aus. Also wenn irgendwo eine Kuppe hochgeht und es geht nach links oder rechts, ich wüsste nicht, wo ich hinlenken müsste. Ja, deswegen fahre ich ja vorne weg. Dann hängst du mal hier in meinem Führungsauto. Ja. Und dann wollen wir uns da ganz langsam nach und nach steigern. Sehr gut. Schönes Auto auf jeden Fall. Dankeschön. Sehr schön. Wunderbar. Hast du dein Auto schon? Ich hab's, aber ich hab nicht reingeguckt, ob das ein Handschalter ist oder nicht. Wir kriegen einen Porsche, ich glaube einen Boxer oder Kämpfer. Boxer. Ja. Dann fahre ich hinter euch, ja. Dann jage ich euch. Dan, hast du gesehen, was gewesen ist? Stop now. And I stopped and I was like, it went out of my nose as well. Oh. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich nicht mit dir fahren will, aber dann habe ich gedacht, okay, ist egal. Du bist sowieso hinter mir. Ich sehe dich sowieso nicht. Hör mal, ich bleib freiwillig hin, ehrlich. Morgen. Alles gut? Gut geschlafen? Morgen. Die Jungs haben nicht so gut geschlafen. Das Problem ist, sie haben getrennte Zimmer gehabt. Sie konnten sich nicht in den Arm nehmen. In den Arm nehmen, ja, das war das Problem. Vielleicht nervös, ja, nervös. Das war's. Ob ich ein Auto auch habe. Oha. Das ist jetzt wieder hier, ne? Die Hände voll bis oben hin. Wie nennt man es? Dezibeltest? Also ich weiß schon, wo ich ihn hinklebe. Mir wurde gesagt, ich soll ihn hinten an die Seitenscheibe kleben, aber ich werde ihn dann hinten links nach weit vorne kleben. Ja, jetzt türen wir mein Auto mit ein paar Sticker. Ja, okay. Ich bin kein Folierer geworden, aber... Den Pierre ja eben anrufen. Pierre, kannst du ja mal eben bitte drauf folieren? Das soll ich nicht kleben? Nee, Digga, auf gar keinen Fall. Mach das mal schön selber, da bin ich raus. This is Marc Basseng. I'm your coach for today. I'm a professional race car driver since more than 25 years. And if you want to name it, I'm something like a child of the Nordschleife. With 16 years, I did my first illegal rounds in the tourist traffic with my brother together. So we went out of the gate and then we changed after the gate and then I was just keep driving the car. So I did the 24 hours already 24 times. I had the luck to win it once and overall with a Wildstein Audi. Okay? Yeah. So far, so clear. Let's get the helmets on. Get ready. Then we're entering the slow part of the Hudsonbach. Very technical. Aber wenn jemand Erfahrenes vor dir herfährt und du die in den Linien fährst, das macht schon heftig Bock. Also muss ich sagen, das ist schon echt eine krasse Nummer. Absolut geil, ohne Scheiß, ehrlich. Ja, war doch gut. Ne? Ja, war doch gut. Krass. Ja, seid aber jetzt auch alle gut schnell geworden. Aber tatsächlich Lippe heile geblieben, ne? Also ich habe gedacht, die ist ab. Aber ist mit 80, ja. Nice. Einmal getestet. Entweder hält's oder ist es immer... Schleifspuren, das kann gut sein, aber naja. Oh. Aber eher, ne? Ja, ja. Dein Gott, du bist noch dran vorne. Hast du es gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen, dachte ich, das war das, was ich sagte. Ja, wo du gesagt hast, es ist weh. Nein, nichts passiert.
Also ich bin glücklich. Ich bin super glücklich. Ich hätte eigentlich gedacht, schon beim Reinfahren bei der ersten Runde, sind wir in das Karussell mit 65 rein. Zweite Runde vielleicht so 70, 75 und letzte Runde war dann so 80, 85 oder so. Pferd, läuft, ne? Aber super geil, ohne Scheiß. Macht richtig Bock. Besonders wenn man geführt wird, da Erfahrung gleich null so gefühlt. Dieser Box oder Cayman, was das denn ist, wird komplett unterschätzt. Das Ding geht Hölle. Ja, fährt der, der pickt auf der Straße, hast du gesehen. Sie hat sich. Das war ein komplett großer Unterschied zwischen letztes Jahr Golf R und das ist kein Vergleich. Überhaupt kein Vergleich. Porsche ist halt. Da merkt man richtig, was Porsche eigentlich ausmacht. Dieses Handling auf die Straße picken, sobald die Reifen liegt dann warm. Gut und so? Ja, mega, mega, mega geil. Also es ist ein komplett anderes Fahren. Jeder, der glaubt, der hat auf der Straße mal richtig Gas gegeben und der glaubt, der ist der Straßenrambo. Wenn du mal richtig fahren willst, fahr hier gegen die Jungs, vor allem gegen den mitten. Das ist echt eine Kranke. Du denkst, du bist gut und du kannst fahren. Auf einmal der Typ fährt dir davon und ich glaube, der hat sich nicht mal aufgefallen. Und die Ansage ist einfach nur, komm mal näher. Ja, genau. Und du denkst dir so, wie denn? Du fährst doch gerade schon 180, Alter, noch mehr? Das heißt, jetzt reicht mal ein bisschen. Junge! Ja, wir waren gerade nochmal auf dem Ring. Wie ihr seht, jetzt scheint die Sonne, gerade hat es voll geregnet. Die Fahrbahn ist auch wieder fast ganz trocken, also man hat wieder Grip. Ich bin jetzt rausgefahren, wir wollten eigentlich 3 Runden fahren, weil ich tatsächlich eine Taxifahrt habe mit einem Renntaxi. Wo ich noch vorhin von gesprochen habe, im 7er CCR oder 7er Breitbau, keine Ahnung, mit riesigen Flügeln hinten dran. Ich weiß nicht, welcher es sein wird, aber das mit Straßenzulassung wäre schon wild. Ne? Also ich würde so. Ja, ungefähr so, ne? Also ich würde so fahren. Ja, ja, ja. Okay, ich muss schon rein. Festhalten, ja. Und einfach einsteigen. Ja. Warte, machen wir so. Genau. Dann geht's einfacher mit den Knien. Hi, grüß dich denn. Hi, alles gut? Mark fahren, aus dem einfachen Grund, ich möchte mal gerne wissen, was das Auto so kann, weil ich es ja nicht so gewohnt bin. Der Mark wollte sowieso mal. Genau, und ich habe einfach mal Bock, mit einem M3 Competition über die Nordschleife zu fahren und mit 3 Mann im Auto. Werden wir mal sehen, was das Auto so drauf hat und bin sehr gespannt. Nicht mehr.
ganz, ganz anderes Fahren. Auf dem Beifahrer, ich habe angefangen zu schwitzen. Wirklich. Ich weiß nicht, ob es Stressschwitzen war oder einfach nur Adrenalin. Aber das ist halt, also ich hätte nicht gedacht, dass das Auto so darüber fliegt, in meinen Augen. Also absolut wild. Was hältst du davon? Also ich finde, das Competition hält auf jeden Fall, was es verspricht. Das Auto hat echt eine krasse Traktion und auch eine krasse Power. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Die Bremsen sind super. Ich sag mal, das Fahrwerk, das könnte doch ein bisschen straffer abgestimmt sein, zumindest mal für die Nordschleife. Aber ich meine, Gott, das ist eine Limousine, die viel auf der Landstraße fährt und auf der Autobahn. Aber das Auto ist eine absolute positive Überraschung für mich. Hat wenig gekratzt. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe gedacht, es schleift mehr, besonders die Frontlippe, dass die da eigentlich dann nach dem Event hier ab ist. Nee, aber sie hat gehalten. Ja, sie hat gehalten. Sieht aus wie bei einem Rennauto, leicht angeschliffen, so muss sein. Absolut krass. Also auf jeden Fall vielen lieben Dank dir und wir sehen und hören uns. Zum Schluss, ich bin einfach nur noch Matsche. Heftigstes Event, Bildstein, die haben mich platt gemacht. Also einfach nur geil, wirklich auch mega, mega Dankeschön dafür. Ich glaube, sowas, die Strecke war einfach nur für uns gemietet und so krass Autofahren. Also ich glaube, ich falle heute Abend einfach nur noch ins Bett und sage einfach nochmal Danke und wir sind raus. Ciao, ciao.